Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Hof Bergmann. Ja, wir bereiten uns immer noch vor auf den Release der Reloaded und solange wollte ich hier noch ein bisschen was zu Geld machen. Und ja, wir sehen halt zu, dass wir diverse Sachen jetzt noch verkaufen und dann halt da auf der neuen Karte einen guten Start haben. Vielleicht sogar mit ein paar Kühner mal anfangen könnte. Mal das hier nochmal aufgeladen. Ja gut, wir fahren mal rüber. Ich wollte weitermachen mit der Produktion von den Schweinefutterpaletten. Ich werde dann auch verkaufen werden. Weil groß aufheben brauche ich jetzt eigentlich nichts mehr, weil die können wir dann ins neue Spiel eh nicht mit drüber nehmen. Ne? Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich die jetzt am besten abkippe. Ich starte mal die Maschine. Na gut. So, System. Anschalten. System läuft. Palettenerstellung. Einschalten. Gut. System läuft. Okay. Nein, ich wollte auf den Traktor. So, ein bisschen Scheiß gepackt. Gebe ich jetzt so. So. Das Ganze mal abkippen. Ich glaube, ich gebe es besser mal nach hinten ab. Abkippseite. Hinten. So. Die Maschine zieht das ja dann hier automatisch rein. Hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht zu weit weg sind, aber doch, der Haufen wird schon kleiner. Und oben wächst die Zahl, sehr gut. Okay, dann schwelle ich mal wieder drunter. Müssen wir mal schauen, vielleicht fahren wir bei den Schweinen mal ein bisschen was rein. Das ist auch nicht verkehrt, ne? Die noch gut gefüttert sind. Die Schweine nehmen wir übrigens dann mit. Ist ja kein Umzug in dem Sinne auf der neuen Karte, sonst hätte ich vielleicht dann doch alles verkauft. So. Okay, automatisch das Aufladen ist aktiviert.
Ja, ein bisschen können wir noch zurück. Aber ich glaube, aktuell ist auch genug drin erstmal, ne? Ja, Wasser könnte man auch mal wieder auffüllen. Aber das geht noch. So, springen wir mal durch. Wo ist er denn jetzt? Achso, er ist abgetankt, den Rest. Das geht jetzt auch nochmal zum Schroten. Den Ding auch mal zumachen. So. Ja, wir können ja einfach mal zum Händler schicken, dann muss ich da jetzt nicht selbst fahren. Ruf zum Shop. Nächster Wegpunkt und warten am letzten Triggerpunkt. So. Wir brauchen das Förderband und ich weiß nicht, wo das rumsteht. Ich habe da so eine Idee, vermutlich. Ja, ich glaube schon, dass ich weiß, wo es ist. Und zwar, müssen wir auf der Map gucken. Wo war denn das nochmal mit dem Kram? War das eine Apfelplante oder war das hier in diesem Bereich? Oh, man könnte es auch einfach mal suchen. So, setzen wir uns jetzt einfach mal zurück. Lassen uns das mal liefern. Es würde auch ohne Förderband gehen, klar, aber so haben wir dann wieder ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit für andere Dinge. Und wenn wir das Ding schon mal haben, was soll es dann nur rumstehen? Wieso sind jetzt die Felder mit drauf? Ist auch doof. Hab ich gerade übersehen oder was? Da nicht. Palettenwagen müssen wir nochmal rüberfahren, dass wir dann das Schweinfutter noch da aufladen können, dass wir da genug Platz haben. Aber ich sehe hier kein Förderband. Hab ich das verkauft? Nee. Komisch. Jetzt gucken wir gleich mal selber rüber. So, nochmal zur Mühle. Ja, so kann man sich halt auch behelfen. Man muss jetzt nicht unbedingt jeden Cosplay-Kurs einfahren, ne? Sondern kann sich auch mal so ein bisschen behelfen. Und ich finde es eigentlich auch nicht schlimm, wenn man nur mal ein paar Meter noch fahren muss. Gerade, gut, klar, also du machst jetzt richtig großen Stil und sagst, ich will jetzt ohne Ende Schrot haben. Dann würde ich hier auch einen Kurs einfahren. Ne? Achso, hier müssen wir auf. Ich dachte eben nach vorne. So, dann fahren wir einmal rum. Kannst du noch nicht hier kaufen? Ah ja, kannst du auch Schrot fertig kaufen. Hab ich das
es mal gewusst, dann hätten wir es vielleicht vorher schon mal geholt. Das ist mal die Frage, ne? Wie ist der Preis? Na, da muss man ein bisschen mehr aushauen, Tom. Gut, der wartet jetzt mal hier auf eine volle Ladung. Achso, ich habe ja gerade gesagt, wir könnten ja mal nach dem Förderband. Ich gucke einfach mal im Shop. So. Förderbänder. Da steht 0. Habe ich das doch verkauft? Ah, nee, warte mal, es gibt ja das hier, die Mod. Nee, 3 Stück sind da. Gut, 2 sind da. Sind ja drüben in dem bei dem einen Händler, ne? Damit der den Kram überhaupt rauskriegst. Und kann es mir gerade nicht erklären, ich rätsel gerade. So, willst du mal sagen, nur Geräte? Oder gilt das als Anhänger? Wird wahnsinnig. Tja, da hatte ich es auch nicht mit hingenommen. Das ist ein Greifeisen. Ich guck mal zu Feld 11. So, pass auf. Und hier. Feld 12 Holzkraft. Ich glaube, ich bin völlig falsch. Oder war es beim Feld 10 das ganze Ding? Ach. Dann lohnt es sich fast schon mehr, dass wir sagen, ich kaufe ein neues. So, besuchen. Nee. Ach Mann, ich habe meine Orientierung. Da war doch da dieses Ding, wo du da mehrere Teile da stehen hast, wo du, weißt, was ich meine? Das kann eigentlich nur hier gewesen sein. Dieser Bereich, wo ihr jetzt ja das Dorfkleberk, Landhandel, Heizkraftwerk. Oder ist es hier in der Nähe? Nee, das ist das ganze Dorf dann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und weißt du was, sonst kaufen wir uns halt eins. Ich kann dann auch wieder ein anderes verkaufen oder muss ich mal sehen. Ich habe das weggefahren. Ne? Ach, warte mal, es gibt noch einen Trick. Eins weiß ich noch. Wenn wir jetzt, ich muss kurz rüberspringen. Hier läuft noch alles, oder? Nee. Jetzt geht's weiter. So, pass auf. Feld 8.
doch bei der Raiffeisen. Besuchen. Da ist es doch. Da, ja, ich hab's entdeckt. Ja, hier haben wir ja auch noch so viel Zeugs, ne? Was auch immer das alles ist. Man, das ist Mutterboden. Kalk, keine Ahnung. Und das weiß ich auch nicht wirklich, was das ist. Der hat aber auch was davon drauf. Ich wollte nur das Band leer machen, aber anscheinend. So, ich versuche es nochmal. Jetzt ist es leer. Okay. Ja, leck mich doch. Wieso ist das jetzt schon wieder voll? So. Den könnten wir nicht auch mitnehmen, den können wir auch hinten dranhängen, oder? Das müsste doch auch funktionieren. So, Transportmodus ist gut. Lass den hier nochmal stehen, den holen wir dann später ab, aber das lohnt sich ja noch nicht. Das soll ja, wenn dann auch alles verarbeiten. So, wir müssen jetzt zu Feld Nummer 8. Ich glaube, da können wir jetzt hier hinten gleich den Feldweg fahren. Wenn nicht alles täuscht. Ja. Sorry, aber wieso kannst du denn nicht aus? Und klar, es wird nerven, wenn man dauernd durch die Förderbänder springt, aber... Dass die gar nicht angezeigt werden. Spinnerei für Wolle, ja, haben wir leider noch nicht. Moin, was macht ihr denn hier? Geil wird's auch auf der Reloaded, ne? Dass du da Müll fahren kannst, finde ich auch klasse. Hier geht's lang. Ich war gerade verwirrt. Ne, hier geht's nicht lang. Hier kommst du wieder zur Spinnerei. Mist, kommt man da jetzt gar nicht rüber. Ja, muss ich die nächste reinfahren. Gut! Und ob ich den jemals finden werde, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja. Dann holen wir halt das Ding ab, ne? Dann ist der Plan, Kompost verkaufen, Schweinefutter verkaufen, den Drescher stelle ich dann mal rüber, der kann dann schon mal
den Raps ernten, da machen wir Kraftstoff von und verkaufen halt diesen ganzen Palettenkramsgedöns. Ne? Dass wir so ein bisschen Startkapital noch haben, dann, wenn die Reloaded startet, dann mit Schweinen und wir mal gucken, welche Tiere wir noch dazu nehmen, je nachdem, was wir noch brauchen, weil die anderen Wirtschaftszweige musst du ja auch kaufen. Da brauchen wir auch Geld für und von daher denke ich mal, ist das eine ganz gute Entscheidung. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.